So, passt auf. Und daraufhin, da müssen wir jetzt mal kurz in die Kommentare reindingsen. Da hat der, sehr cool, ich kenne Colt Gang, zu krass. Da ist er doch, warte, warte, so. Da oben. Der Colt, aber der Colt muss gerettet werden, warte das. Alexander Schmidt, ne? Sag Bescheid, wir schmeißen das Ding zusammen. Da, da Marco Hanek. Dieser junge, süße Mann. Hey Jungs, nochmal über einen Colt-TÜV haben wollt, meldet euch, ich bin euer Mann. So. Und da hat sich dieser junge Mann bei uns auf der Seite oder bei mir persönlich, ich weiß es nicht, gemeldet, der Marco Hanek, und sagte, da haben wir kurz den Hell geschrieben, sagte, ey Jungs, ich mach euch das Ding, wird er fit. Fit für den TÜV, weil der Colt sein TÜV läuft nächstes Jahr im Mai ab. Und in diesem Zustand, wie er jetzt gerade ist, das geht einfach gar nicht. Würde er keinen TÜV mehr kriegen, weil, ja. Marco Hanek ist unser Mann. Wir haben ja Marco jetzt. Jedenfalls hat sich der Marco bei uns gemeldet und sagte, Alter, ich mach euch die Karre wieder fit. Da habe ich jetzt mit ihm so hin her telefoniert und haben gesagt, pass auf, wir quatschen mal live im Stream, was an dem Auto kaputt ist. Ja, quatschen einfach mal drüber, wie er sich das so ein bisschen vorstellt. Und Folge 95, danke fürs Folgen. Allgemein wie wir das dann so machen mit dem Auto. Und da ist die Frage, also nicht die Frage, da ist der Marco ist jetzt mit seinem Kumpel, der Broken Miner Techno, sind die jetzt quasi hier im Abo-Talk? Was ist das, Abo-Talk? Abo-Talk, ja. Ja, sind die drinne und wir werden jetzt live auf dieser Plattform Twitch mit dem Marco. Wir werden uns das mal anhören, was er uns zu sagen hat. Naja, beziehungsweise quasseln wir kurz, wie wir das mit dem Auto machen, genau. Und was wir uns so vorstellen und alles so Sachen. Hallo? Ja. Servus, salut. Da ist er schon. Jetzt ist er da. Marco, bist du's? Hi, Jungs. Ja, servus, Marco hier. Grüße, Gemüse. Hallo. Ja, wir haben gestern schon telefoniert, die Tage telefoniert. Oh, das ist eine bekannte Stimme. Genau, Wie geht's dir? Ja, ich bin leicht aufgeregt, also entschuldigt mich, wenn ich vielleicht ein wenig neben der Spur bin. Alles gut. Alles gut. Aber ansonsten alles cool, Und bei euch, alles gut. Du siehst es ja. mit einer halben Stunde Verspätung, ja. Wie geht's dir? Aha. Ja, gut. Soweit. Quatsch, habe ich schon gefragt. Ich wollte wissen, wo du herkommst. Mhm. Wo kommst du her? Sag den Leuten das mal. Achso, ich komme aus dem schönen Kaiserstuhl. Falls es irgendwie bekannt ist, das ist beim Europapark Ruhestau in die Nähe. Freiburg. Freiburg, ja. Also unten in Dreiländereck. Deutschland, Schweiz. In Dreiländereck, genau. Frankreich. Da kommst du her. Und du hast gesagt, du würdest dich bereit erklären, unser Auto wieder zu reparieren. Wieder TÜV fertig zu machen, quasi. Wir lieben das Ding. Wir lieben das Ding. Das muss unbedingt überleben. Und da, also Marco, da hast du auf jeden Fall, damit hast du mein Herz berührt. Unser Herz. Schön, das freut mich. Ja, naja, aber ich habe dir auch schon geschrieben, dass einiges kaputt ist und da hast du gefragt, was denn genau? Und da dachte ich mir, habe ich ja schon gesagt, das hebe ich mir ein bisschen so für den Stream auf und werde dich quasi schocken. Ich werde dir einfach sagen, alles was passiert ist, alles was kaputt ist. Aber ich glaube, ja, also du bist selbstständig, du hast eine Kfz-Werkstatt, du bist Kfz-Meister oder wie war das genau? Ja, ich habe eine Werkstatt. Ich selber bin kein Meister. Okay. Man braucht da dazu keinen Meister. Ja, habe mich selbstständig gemacht. Da wurschtel ich mich jetzt gerade wegen durch und nett. Somit kann ich euch dann halt auch weitgehend helfen, was das betrifft. Und kann auf eure Wünsche eingehen. Das ist sehr gut. Da haben wir ja auch schon ein bisschen uns besprochen. Etwas. Kleinigkeit haben wir ja schon gequatscht. Ja. Du bist selbstständig, wie lange? Ich bin jetzt dann zwei Jahre, wirklich eigenem Fuß, also Vollzeit bin ich jetzt zwei Jahre drin, ja. Okay, und ihr habt auch eine Internetseite, habe ich gesehen, oder ein Instagram-Profil, oder? Also genau, das ist auch quasi deine Seite, da bist du schon, das ist auch deine Seite, wo du dann deine, wie sagt man? Kreation zeigst. Deine Autos zeigst oder deine Firma vorstellst. Genau, Firma ein bisschen, genau. Fahrzeug ist natürlich auch ein wenig dabei. Mhm. Ja. Und ja, da zeige ich immer mal wieder Kleinigkeiten, was ich so tue. Schicker Passat. Der Passat ist deiner? Ja, genau, das ist mein Pampers Bomber. Pampers Bomber. Schickes Ding. Ich sehe gerade, wir sind gerade auf deiner Seite unterwegs. Ist das ein M4? Ja, genau, den M4, den habe ich auf Facelift umgebaut. Das ist nicht jedermanns Sache. Aha, okay. Da ist es mit dem Programmierer, also ich programmiere bei mir auch Softwares etc. und eben solche Scheinwerfer zum Beispiel wie jetzt von dem M4,
Das ist relativ arg komplex und traue sich nicht viele zu. Ja, ja, ja. Das, da kennen wir uns gar nicht aus, aber. Ja, schön. Also du machst so Programmier, also du bist allgemein eine normale, eine freie Werkstatt, die allgemein jede Automarke macht, oder? Genau, genau. Ich mache von allem etwas. Und genau, so wurschtel ich mich ein wenig durch. Geil, ist mutig. Also kann auf jeden Fall auch nicht jeder. Ja. Mitzukommen, ja. Krass. Schön, schön. Ja, na, da haben wir, ja, haben wir kurz quasi darüber gequasselt. Sehr schön. Ich würde, ja, wollen wir nochmal kurz auf den Colt eingehen. Marco, wir hatten ja, wie gesagt, wir haben telefoniert, du meintest, du würdest den Colt wieder reparieren. Und ich habe dir noch nicht erzählt, was in den kaputt ist. Also ich glaube, vielleicht überlegst du es dir noch. Also der Stream geht heute 3 Stunden. Sehe ich schon. Ja, nee. Und zwar, also das war ja, der Colt ist ja kaputt gegangen nach der Finchies Fiesta Tour. Wir waren ja mit Finch auf Tour und sowas. Und da habe ich die Karre nochmal Anfang des Jahres nochmal reparieren lassen. Dann habe ich innerhalb einer Woche einmal eine Verkehrsinsel mitgenommen und bin 7 Tage später mit 100 auf der Autobahn über eine Warnbarke gefahren. Richtig gut. Ja, habe mir meine Sommerfelgen zerschossen, habe meine Winterfelgen zerschossen, fahre aktuell 13 Zoll Winterfelgen mit 12 Millionen Jahre alten Reifen. Es macht Spaß, man kann driften so ein bisschen. Also driften. Jedenfalls habe ich das Auto ja schon einmal repariert. Ich habe die Karre jetzt nur mittlerweile seit 4 Jahren. Habe in der Zeit repariert schon. Einmal Kupplungswechsel, Ventildeckeldichtung einmal. Bremsen sind 2-mal schon gekommen, weil ja, ich bin ja schon fast 200.000 gefahren. Radlager wurden links und rechts gemacht. Querlenker wurden links und rechts gemacht. Stabibuchsen wurden links und rechts gemacht. Ja, Ölwechsel alle 15.000. Auspuff ist neu. Hashtag pimp my colt. Ja, Auspuff ist neu. Da muss man auch dazu sagen, Tuning ist ein Fächerkrümmer dran. Aber, ja, und ein Remus Endschalldämpfer, aber, ich muss dazu sagen, Motorkontrollleuchte fahre ich seit 40.000, 50.000 Kilometer, weil irgendeine Lambda-Sonde kaputt war und dann habe ich spontan, also vom Vorcut war die Lambda-Sonde oder der Cut kaputt, eins von beiden, das konnten die nicht bei Mitsubishi, die haben das zwar ausgelesen, aber das meinte, ja, du solltest über ein neues Auto nachdenken. Ist egal, aber dann habe ich mir gedacht, dann habe ich günstig bei eBay diesen Fächerkrümmer gesehen, habe den eingebaut, finde schon, dass das in den oberen Drehzahlen Leistung gebracht hat. Also der ballert auf jeden Fall. Also 200 macht er. So, übelst Flammo raus dem Auspuff. Ja, Volllast, weißt du. 200 macht er wirklich. Wir sind schon 220 waren wir bergab. Das war schon fast überdreht, das Ding. Aber, also Motorkontrollleuchte ist an. Lambda-Sonde, weiß ich. Ich habe 2 neue da, aber plus so eine Nachrüstdinger. Aber nochmal zur Lambda-Sonde. Dementsprechend hoch und deine Spritrechnung jedes Mal. Ja, also 500 Kilometer mehr hat er nicht geschafft. Also das war schon... Und alle 500 Kilometer war Tank leer. Eigentlich schon alle 400. Da fährt der Tesla weiter. Ja, da fährst du mit einem Elektroauto weiter. Jedenfalls, kannst du schon mal hinschreiben, wir brauchen Felgen und wir brauchen Lambda-Sonden. Beziehungsweise müssen wir gucken, ob wir den Fächerkrümmer... Aber ich hätte den schon gerne drin, aber das wird kein TÜV. Aber vielleicht... Ja, Papiere als meine. Zu dem Fächerkrümmer? Ja. Ja. Okay. Ja. Wäre vielleicht einfach zu sagen, was du noch nicht gemacht hast. Ja, das stimmt auch. Stimmt, und ein neues Fahrwerk ist auch drin. Sachs Dämpfer und Eibach-Federn, 30 mm tiefer legen. Aber komplett neu. Habe ich zu allem eine ABE. Deswegen fährt er auch schneller. Ja, es ist der Fahrwerk. Ich glaube nämlich noch, dass durch meine 2 Aktionen hier, Verkehrsinsel und Warnbarke, glaube ich, das war beides mit links. Ich glaube, dass vorne Achsschenkel auch noch kaputt ist, beziehungsweise der Stoßdämpfer irgendwie ein Wecker, weil das poltert wirklich. Es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Ja. Also auf jeden Fall steht das Rad vorne mit Sturz im Radkasten, vorne links. Rechts nicht. Okay. Heckspoiler hat er drauf. Heckspoiler hat er wirklich drauf. Original, weil es nämlich die Sportversion ist. Ihr kleinen Kackärsche. Ja, was noch kaputt? Also es poltert vorne mächtig doll. Ich glaube, Lenkgetriebe wird mächtig im Arsch sein. Es, okay. Dann, was hatte ich noch? Was wusste ich? Achso, Antriebswelle links oder rechts hat auch war leicht feucht. Okay. Was war noch? Ja, Stoßfänger vorne, die Stoßstange vorne ist auf jeden Fall Nebelleuchte links auch kaputt. Okay. Okay. Alles klar, nehme ich hin, schreibe ich auf. Wieder hier. Ja, im Innenraum, da die Fahrer, die Sitze vorne sind ganz schön ausgelutscht. Vielleicht findet man noch neue Sitze. Nee, lass dich machen. Ja, da müssen wir mal gucken. Du hast ja meint bei dir... Oh, was? Ja, weiter. Du meinst ja, bei dir in der Nähe ist irgendwie ein Schrottplatz, wo man so ein paar Sachen eventuell besorgen können oder holen können.
Schick genau, dich. Wir haben so eine Art Ludolf für Arme bei uns. Wir haben ein relativ großes Gebrauchtwagenlager und also da der, werden wir bestimmt fündig. Ja, ich denke. Also hoffe. Der Kommentar ist wirklich, der Kommentar ist wirklich gut von Eriksson. Ja, lass mal vor. Schick den Gold lieber auf den Postweg zu Marco, da kommt der wenigsten an. Ihr habt noch gar nicht, da Marco hat nämlich sich bereit erklärt, das Auto zu holen. Oder Marco? Genau, ich komme das Fahrzeug abholen. Der fährt, du, wie lange fährst du? 9 Stunden? Ja, mit sich, also laut Navi, also sind 650 Kilometer circa plus minus und laut Navi sind es 6,5 Stunden. Mit Hänger halt 80 auf der Autobahn, ja. Da sind wir safe 9 Stunden unterwegs mit Sicherheit. Alter, das aber ist. Aber selbst für uns ist auch so eine lange Strecke nicht von der Seltenheit, sagen wir mal. Also ich find's cool. Passiert öfter. Hier haben wir ein Foto, noch aus besseren Zeiten. Da sah er noch, das ist so circa. Das war, wo du ihn gekriegt hast, oder? Aber das Auto, da war auch noch. Das muss ich jetzt, kommt das nächste, was du dir aufschreiben kannst. Dieser Heckscheibenwischer ist ab, weil der Motor nicht mehr ging. Habe ich abgebaut und das Loch, was dann dort ist, habe ich eventuell mit dem ISO. Es ist ein kleines schwarzes Viereck drüber. Mit ISO-Band abgeklebt. Aber wie gesagt, der Heckscheibenwischer ist ab. Okay. Möchte ich auch nicht wieder dran haben. Wir müssen nur das Loch wieder zumachen dann, eventuell. Naja, jedenfalls, genau, da hat man gesagt, ich hole das Auto wieder ab. Marco holt das Auto von uns aus Halle ab, mit einem Hänger. Und da ist folgende Idee. Wir wollen, haben wir überlegt, eine kleine YouTube-Serie, YouTube-Reihe machen, wie Marco das Auto wieder TÜV fertig macht. Genau. Sorry. Marco holt das Ding ab. Genau, dann machen wir ein Video drum, dann wird so alles gezeigt, dass alles kaputt ist. Das wird eine Weile dauern. Ja, also quasi wie bei Pimp My Ride. Es wird erst geguckt, was so. Ja, es ist ja. Eigentlich. Was machst du mit den Käsewürstchen jetzt hier? Komm, du eins, ich eins. Marco holt das Ding ab, fährt extra 9 Stunden her. Ja, und bringt es zu mir in Werkstatt. Und bringst es zu dir in der Werkstatt und dann machst du das Ding wieder fit. Und da haben wir überlegt, genau. da machen wir dann so ein, ich weiß nicht, 2, 3, 4, 5 Folgen, je nachdem, was alles kaputt ist. Ich will doch gar nicht genau, so einen auf JP-Performance machen. Wir gehen so ein bisschen drauf ein und dann schauen wir, wie viele Videos wir draus machen. Dann gibt es ja noch die Idee, das Ding zu folieren. Genau. Da hast du auch irgendwie Leute an der Hand. Genau, FS-Folierung habe ich da. Die stehen parat. Und die würden das Ding quasi einmal komplett neu folieren auch. Genau. Das Krasse ist, Margo, ich kann dir zu jeder Beule und zu jedem Kratzer an dem Auto kann ich dir was sagen. Ich habe das Auto gekauft vor 4 Jahren. Das war tipptopp. Ja. Hm. Ich kann zu jeder Beule. Selbst auf dem Dach ist zweimal mein Arsch verewigt. Da musst du auch gucken, wie du das wieder rauskriegst. Okay. Aber es also, ist wirklich. Ich steige nie wieder auf dem Autodach, weil mir ist nämlich beim Airbnb One 2014 ist mir passiert. Da sind wir bei Benny aus Magdeburg. Da saßen 10 Leute auf dem Dreier Golf und der hat ein Glasdach gehabt. Ja, du saßt auf dem Glasdach. Und ich habe mich aufs Glasdach gestellt und bin einmal durchgerutscht. Aber hat er nicht, hat er Colt. Also. Genau, also es könnte passieren, dass die Karre, ich glaube, eventuell dann fast besser ist als neu. Achso, was mir noch gerade einfällt, ich habe sogar schon einmal mit einem Kollegen aus Thüringen hinten die Endspitzen vom Rahmen, die wurden komplett neu geschweißt. Aber, das ist so eine Roststelle von der Karre, ich glaube, das solltest du dir vielleicht nochmal angucken. Es ist professionell geschweißt, aber. Die machen süchtig. Es ist komplett versiegelt. Ja, da hab ich die Blechstücke angefertigt zu halb und er hat das dann nicht. Ich hab sie und er hat die dann eingeschweißt. Da weiß ich nicht, wie es jetzt aussieht. Das ist auch schon mal 2 Jahre her. Aha, okay. Da muss man dann schauen, weil der Rahmen so und dann geht er so runter und genau dort in diesem, wo das so abwärts geht, da sammelt sich das Wasser und dort rostet die. Das ist so eine Krankheit von der Karre. Da müssen wir mal schauen. Okay. Ich denke, also ich hoffe es. Und was machen wir, wenn wir die Karre, wenn es sowas gravierendes ist, aber die Karre nicht durch den TÜV kriegen? Was machen wir dann?
Neu machen. Ah, da muss schon ganz schön was Gravierendes sein. Also ich denke, wenn jetzt nicht gerade tragende Teile vom Rost betroffen sind, sehe ich relativ wenig Chance. Niklas, danke für dein Abo. Gute Chance. Naja, mach mir ruhig Angst. Also du denkst, wenn das Ding nicht gerade irgendwie, weiß ich, 90 Grad Winkel irgendwas verbogen durchgerostet ist oder sowas, sollte das schon irgendwie machbar sein? Genau, es ist alles machbar. Es ist alles machbar, so ist es nicht. Das ist, dann klingt das schon bei mich, da bin ich da sehr, sehr optimistisch, was die Sache betrifft. Ja, und da würde ich sagen, wir müssen mal, da würde ich jetzt mal vielleicht, du hast ja jetzt gehört, was so ungefähr kaputt ist. Das könnte recht teuer werden, oder? Könnte. Wenn ich sehe, wird es auf jeden Fall teurer, ja. Ich war schon mal. Weißt du, was wäre denn, wäre die Idee vielleicht, dass wir wie so einen Spendentopf machen und die Leute für unser Auto eventuell so kleine. Wir haben ja jetzt eine neue Kamera. Achso, doch, du hast dein Bild gezeigt, Mann. So. Ich habe ein Bild gezeigt, ja. Und da wäre es doch eigentlich ganz cool, wenn wir so einen kleinen Spendentopf machen und wer Bock hat, das Auto und uns in dem Auto, mit dem Auto, so eventuell wieder, wenn die. Uns kann man nicht reparieren. Uns kannst du nicht reparieren aus Auto. Ja. Und wenn die Zeit dann wieder, wenn die Zeit dann wieder es hergibt und wir dürfen wieder auf Gigs fahren, dann muss ich nicht wieder das neue Auto nehmen, neue, aber dann kann ich wieder das mit kannst, dem kannst du wieder verkaufen, das neue eigentlich. Ja, würde ich dann machen. Ja. Wir werden im nächsten Stream, nächste Woche, werden wir unten diesen kleinen Spendentopf einstellen, wo das Auto dort zu sehen ist. Und dann, wenn die Leute was spenden, ist das für die Karre. Aber die hatten ja auch Bock, dass wir eine neue Kamera haben, also denke ich mal, dass die auch Lust haben, dass wir ein neues Auto haben. Denke ich, das zeichnet es ja die Gebrüderbrett ja auch aus. Und ja, da kommt zu euch. Also kurz und knapp, ab nächste Woche richten wir unten das Spendenziel ein für den Colt. Ihr könnt entscheiden, Schrott oder Hot. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, wir lieben dieses Auto wirklich sehr. Viele kennen das Auto zeichnet uns aus, ist unser Markenzeichen mit. Neben meinen Tattoos und Philipps einer verschobenen Fresse. Ja, also ich würde sagen, wir machen das nächste Woche. Das Geld, was ihr dann da spendet, wird dann wahrscheinlich fast 1:1 zu Marco gehen. Aber das mache ich gerne, machen wir. Marco hilft uns da. Ja. Und ihr das geht nicht zu Marco, das geht in das Auto. Ja, eigentlich geht es in das Auto. Ja. Mehr, also, ja. Und, Tim hat gerade den Link in den Chat gepostet. Also erst, da geht wohl schon los. Geht schon, das ist doch super. Wir müssen jetzt nur noch mal eine Zeit ausmachen. Wir haben ja schon mal so ein bisschen geschrieben, ob wir das dieses Jahr oder nächstes Jahr machen. Ich bin eher so auf nächstes Jahr tendiert. Ja, dieses Jahr wird doch zu knapp. Guck mal, ist doch schon. Ja, ich denke, dass wir werden das so Mitte, Ende Januar vielleicht machen, dass du das Auto holst und dann fangen wir auch dann diese YouTube-Reihe an. Oder was, Marco, was genau. Sagst du? Genau, hast du ja gesagt, Januar rum. Januar rum, genau. Und direkt mit der Fahrt, wo wir das Fahrzeug eigentlich holen, fangen wir mit der YouTube-Serie eigentlich schon an. Hinfahrt und Rückfahrt und wenn wir ankommen. Genau, und ihr spendet, wie ihr hört, nicht nur für das Auto, die Serie ist ja dann auch für euch und ihr habt wieder also was Neues zu sehen. Ihr bekommt das dann auch alles zu sehen, was da Marco macht, er holt das Auto ab von uns und. Wir fangen irgendwann im Januar, fangen wir an, also werden wir uns dann einen Termin ausmachen, wann du das Auto holst. Ich melde das Auto in der Zeit ab, weil wir ja nicht wissen, wie lange es dauert. Bis Mai ist jetzt auch nicht lang. Ja, wir haben ja gesagt, es hat keinen Zeitdruck. Make the cold great again. Und wenn das dann jetzt nicht ein Vierteljahr dauert, dann ist das auch so. Aber wir müssen nur die Leute mal so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Vielleicht fällt uns dann noch irgendwas Krasses ein, was wir mit der Karre noch machen können. Ja, ich habe schon was. Ich habe ja gerade was Cooles gelesen. Jens Warnecke hat geschrieben, der meiste Spender darf sich den Lack aussuchen. Nee, Lack wird's nicht, wird eine Folierung. Oder die Folierung. Farbe. Oh, nö, die Farbe der Folierung. Ich will einen schwarz haben. Das liegt in deiner Macht. Oh, ja, ey, dann hast du so einen, dem, der so sagt, so pink. Genau, ja, ich spinne jetzt hier irgendwas und das Ding wird pink. Oh nein. Geil, ey, hat Wiedererkennungswert. Mm-mm. Passt zum Album. Oh, du kannst doch nicht. Ja, das ist ja was anderes. Ja. Pink. Wir einigen uns auf einen Rückspiegel. Ein Rückspiegel hat eine andere Farbe. Ach so, ne? Ach, das kommt ja auch noch dazu. Ein Rückspiegel ist, einer ist lackiert, der andere ist nur schwarz-plaste, weil ich mal mit dem Handy gespielt habe, bin von der Straße abgekommen, hab so einen Pinguin mitgenommen, so einen Leitpfosten von der Straße und dann hangt der rechte Spiegel runter. Und dann muss ich auf den Schrottplatz. Ich hab sowas früher mit Kabelbinder fixiert. Ach, und der Motorhaube ist auch nicht mehr die Originale. Habe ich auch mit Kabelbinder fixiert. Ich hab mal einen Reh mitgenommen. Da ist der Scheinwerfer vorne rechts neu und die Motorhaube ist auch neu. Aber
Da sind die Klebepunkte nicht mehr richtig. Wenn du die zumachst, hört sich an wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Auto aus 1950, 1945. Aber Philipp, was ist an dem Auto noch nicht kaputt gegangen? Gibt es da irgendwas, was noch nie den Kratzer abbekommen hat? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, ja. Warte, kann ich beantworten? Wieso kannst du das beantworten? Ich fahre fast 200.000 damit. Warte, das, was ist noch nicht kaputt? Was habe ich noch da, nicht? Der Innenraum vom Handschuhfach. Innenraumfilter habe ich auch schon dreimal gewechselt. Was habe ich noch? Die Rückbank. Ja, die Rückbank. Das ist. Nee, ach, auch da nicht. Da ist auf der einen Seite der Verschluss oben, der hält nicht mehr richtig. Da habe ich mal. Was ist nicht kaputt? Ich glaube. Nee. Ich habe das Auto, wie gesagt, ich habe eigentlich fast schon einmal alles repariert, außer die. Der hat hinten Trommelbremse. Da also, müssen wir mal gucken, vielleicht können wir. Die habe ich noch nichts dran gemacht, außer. Langsam wird's peinlich, wa? Ich habe sie vielleicht türkis gepinselt. Weil es rostig war, Mann! Noch mit dem Malkasten aus der Schule? Nee, da habe ich mir extra bei Kfz-Teile 24 extra hier Bremssattelfahrer bestellt. Rudi! Ja, die Scheiben wahrscheinlich, oder? Die Heckscheibe oder so, da ist bestimmt noch nie was kaputt. Ich habe die Scheiben folieren lassen, aber die Heckscheibe hinten ist die Tönung so leicht abgekrasselt, weil ich mal so ein Metallregal vom Kumpel mitgefahren habe. Dann gucke ich nach hinten, sehe, dass dieses scheiß Metallregal an dieser Tönung schuffelt. Jetzt habe ich da so, ich sag mal, ja, so ein Loch in der Tönung drinne. Bin ich stehen geblieben, habe das Metallregal genommen, hab's eventuell, vielleicht aus Versehen ist es mir aus der Hand geglitten, in Straßenkram rein und bin weitergefahren. Aus Versehen. Sinnlos! Also, sinnlos! Also wirklich, dass es da nichts gibt, was noch nie angefasst und repariert werden musste, das ist echt ein Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, ein neuer. Das kriegt auch nicht jeder hin. Ja, ich glaube, ein neuer Colt wäre günstiger, wenn man sich den kauft. Ja, ab Zeit zum Spenden. Ja, nee, aber jetzt sagen sie ja, ein neuer Colt wäre günstiger. Habe ich auch schon überlegt. Ja. Aber dann wäre es ja nicht. Nee, kannst du essen. Dann wäre es ja nicht die Karre. Ihr wisst, ich habe in dem Auto so viel erlebt. Wir haben so übelst viel in dem Auto erlebt. Mit dem Auto. Ich weiß nicht, wie viele Actions schon, wo ich dachte, wow, jetzt fährst die Karre Schrott und es ist nie was passiert. Also, das wäre ja nicht das Auto dann. Ja, das stimmt. Also, wenn ich habe das schon überlegt, holst einen neuen und baust den so, wie er ist oder so, aber nee. Wenn Marco aber sagt, die Karre ist unrettbar, ist so viel kaputt, dann haben wir schon eine zweite Sache. Der Steffen vom Ziegelwerk aus Klausdorf hat gesagt, den Club gibt's leider, also den gibt's noch. Der soll wieder. Also, er wollte es dieses Jahr eigentlich wieder angreifen, der ist vor 2 Jahren, 3 Jahren geschlossen, 2017. Der hat gesagt, Philipp, dann stellen wir das Auto auf dem Dach. Also es könnte sein, wenn Marco sagt, pass auf, das ist so eine Baustelle, das hat keinen Sinn, dann wird das Auto eventuell nähe Berlin im Ziegelwerk in Klausdorf dort auf dem Dach stehen. Das wäre so das Letzte. Und die Leute, die dann auf die Party gehen, müssen, bevor sie reingelassen werden, müssen sie auf ihren Gebetsteppich und müssen das Auto dem Auto huldigen. Oder so. Ja, aber dann sehe ich, habe ich schon wieder zu Steffen auch schon gesagt, dann komme ich ja jedes Jahr dahin. Wir spielen dann ein, zweimal im Jahr dort und sehe, wie von Jahr zu Jahr die Karre dort oben wegrostet. Ja. Ja. Gleich kann ich auch nicht machen. Machst eine Folie drüber. Also Marco, wir müssen echt alles daran setzen, dass die Karre wieder läuft. Ja, Marco. Also wir wissen Bescheid, das wird teuer. Wir machen nächste Woche da diesen Spendentopf hin. Und wir sehen uns im Januar. Super, das freut mich. Das freut mich. Wir bedanken uns schon mal im Vorfeld. Ja, Mann. Auf jeden Fall krass. Gerne. Also, ich bin auch gespannt, was mich da erwartet, aber ja. Ich glaube, du hast wahrscheinlich auch nicht mit dem gerechnet, was da auf dich zukommt. Das ist echt viel. Also mir war am Anfang nur das schräge Rad bekannt. Und jetzt, wenn er raus ist, denkt er sich, scheiße, wie kommst du da wieder raus? Wie komm ich da raus? Zack, Instagram gelöscht. Ja. Umgezogen. Umgezogen, ja. Also, gut, nochmal zurück. Der Marco holt quasi unser Auto ab. Marco weiß jetzt Bescheid. Marco wird die Nacht schlecht träumen. Und diese ganze Serie werden wir so Mitte Januar schätzen. Also Mitte, Ende Januar werden wir das Ding starten. So gehe ich mal davon aus. Ja, warte mal ab, weil wir haben noch was anderes in Planung Januar, wa?
Ja, nicht, aber das Auto ist ja erstmal eine andere Geschichte. Das läuft genau. Das fängt ja an und läuft. Das kann ja ruhig erstmal weg. Wir können ja trotzdem. Ja, genau, das stimmt. Ja. Also stellt euch mal auf Mitte, Ende Januar auf diese Sache ein. Und Marco, wir bleiben in Kontakt. Perfekt, so machen wir das. Auf jeden Fall ein Ehrenmove. Ja, der riesen Dankeschön gerne, schon mal. Gerne. Ja, jetzt wünschen wir dir und deinen Kollegen noch einen schönen Abend. Wir hoffen, du hattest danke, Spaß. Danke, ich wünsche mir auch viel Spaß euch noch. Ja, danke auf jeden Fall. Schön, dass du da warst. Danke. Danke auch. Bis dann. Bis dahin. Ciao.